Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der VfB Stuttgart Managerkarriere. Am 12. Spieltag treffen wir hier auf Leverkusen. Eine absolute Topspielpartie, Dritter gegen Zweiter. Und ja, dazu gehen wir jetzt auch direkt mal zu den Aufstellungen. Beginnen wir mit den Aufstellungen von Bayer 04 Leverkusen. Sie werden hier mit einer 3-4-2-1 Formation beginnen, also mit dieser Formation, die sie richtig gut können. Wir wollen natürlich dagegen halten, was nicht gerade leicht wird. Und um dieses ja nicht leichte herumzukommen, werden wir hier mit dieser Elf auflaufen. Es ändert sich einiges aufgrund von Ausdauerproblemen. Leveling, Arne Engels, Vargas, als auch noch Roger Becker. Die dürfen alle von Anfang an beginnen und damit gehen wir rein mit unserer 4-1-3-2 Formation und wollen natürlich zumindest einen Punkt holen. Becker am Ball sieht jetzt hier vorne schon direkt mal Okafor. Okafor auf Dennis Undav. Undav gegen Jonathan Zaha und der Schuss vorbei. Erste Spielminute und direkt mal die erste Szene. Jetzt kommt Leverkusen und das über Grimaldo. Victor Boniface mit dem Schuss, das war aber vorher schon abseits. Leverkusen im Angriff, Victor Boniface jetzt mit dem Schuss. Lübel, was macht er denn da? So kann man nicht entschärfen und dadurch, ja, kriegen wir leider diesen Gegentreffer. Was soll ich anderes sagen? Es ist unfassbar bitter, weil wir eigentlich bisher eine sehr gute Partie gespielt haben. Jetzt Victor Boniface, das ist viel zu löchrig da hinten und so auch der zweite Treffer und das innerhalb. Jetzt ist Ruben Vargas auf den Flügel unterwegs. Immer noch Vargas, alle laufen an ihm vorbei. Ruben Vargas läuft immer noch. Ruben Vargas auf Dennis Undav und Dennis Undav im zweiten Schuss macht ihn rein. 39. Spielminute und der Anschlusstreffer. Jetzt müssen wir aufpassen. Victor Boniface, Garcia und wieder Victor Boniface, der es aus der Distanz versucht, Alejandro Grimaldo mit ein paar Schwierigkeiten. Jetzt der Schnittstellenpass und Möbel mit der Glanztat. Leveling hier am Ball, Leveling immer noch am Ball, sieht Okafor in der Mitte, der auflegt für Dennis Undav. Undav hat ihn, Undav auf Okafor, der dreht sich, Okafor zieht ab. Radetzky hält ihn. Diese Partie hat ein Ende gefunden. In der 91. Spielminute. Wir verlieren sie leider sehr knapp, aber auch verdient. Viele Chancen hatten wir nicht. Leverkusen hatte Chancen. Am Ende haben sie die leider auch genutzt und damit holen wir keinen einzigen Punkt. Interessant wird es auch in der nächsten Partie. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen der VfL Bochum ist, treffen wir gegen sie im DFB-Pokal Achtelfinale. Sie werden hier mit einer 4-1-2-1-2-Formation auflaufen. Und wir beginnen fast mit unserer Top 11. Aber Netz als auch Alter Kiel und Karasor dürfen von Anfang an beginnen. Der Rest bleibt so, auch wenn einige Spieler leicht angeschlagen sind von der Ausdauer. Und damit gehen wir rein in dieses wunderschöne Heimstadion. Das führe ich. Armball geht hier vorbei. Sieht jetzt hier Brian Johnson, der zieht ab. Erste Spielminute, erste Szene für Stuttgart und direkt mal das Tor von Brian Johnson. Das führe ich. Hat ihn. Sieht Dennis Undav schön weitergespielt und weitergeleitet. Dennis Undav zurück auf Chris Führich, der jetzt hier mal ein bisschen nach vorne läuft. Ist jetzt im 16 Meter Raum. Immer noch Chris Führich sieht Wagnermann plötzlich. Wagnermann dann auf Dennis Undav und dann wird er nochmal abgeblockt. Das führe ich auf den gerade angeschlagenen Dennis Undav, der es versucht und es ist egal, ob er angeschlagen ist. Unser Kapitän trifft in der 21. Spielminute und macht hiermit den zweiten Treffer. Jetzt ist die Bahn komplett frei. Bochum nimmt diese Einladung an, übel keine Chance und auch dafür muss er keine Verantwortung tragen. Die Abwehr hat hier komplett verpennt. Das führe ich am Ball. Weiter Ball nach vorne auf Okafor. Okafor setzt sich durch. Adam Armstrong ist hier am Ball. Armstrong jetzt auf Netz, der mit nach vorne kommt. Netz zurück auf Armstrong. Armstrong auf Chris Führich. Der sieht Barrios. Barrios findet jetzt Wagnumann und Wagnumann aus der Distanz. Horn mit der Parade. Eckball für den VfL Bochum. Johnson läuft mit. Die Reingabe kommt trotzdem rein. Luka Netz klärt dann auf Johnson, der eine gewisse Geschwindigkeit hat für einen Konter. Johnson läuft immer noch. Und Sanchez kommt ihnen entgegen, weshalb er jetzt hier abbremsen muss. Der Ball jetzt auf Barrios, der hier mit nach vorne rennt, obwohl er gar nicht mehr so viel Ausdauer hat. Barrios geht vorbei, Barrios scheitert an Horn und an den Pfosten ebenfalls. Joe Gomez am Ball, hebt ihn hoch auf Brennan Johnson, der köpft zurück auf Okafor. Okafor auf Chris Führich, Führich auf Arne Engels, der ihn jetzt auch nochmal hochhebt. Arne Engels auf Chris Führich und Armstrong vorbei.
und das hätte die Chance geben müssen. Es war das zweite heitere Einsteigen vom Bochumer Mann. Der Schiedsrichter entscheidet hier für die direkte rote Karte und damit fällt Sissoko aus für Bochum und das kurz vor Schluss. Das Spiel ist aus und wir gehen nach Haus mit einem Abstand von einem Tor. Und ja, in Überzahl waren wir auch noch, am Ende gewinnen wir hier mit 2:1. Wir hätten definitiv mehr Tore haben können, hätten aber auch Gegentore kassieren können. Vor allem bei diesem einen Pfostenschuss, aber nichtsdestotrotz, ja, sind wir am Ende weitergekommen und damit sind wir jetzt im Viertelfinale im DFB-Pokal und das als Titelverteidiger. Dennis Undaff brauchen wir uns keine Gedanken machen. Er ist nur für 5 Tage verletzt, aber Chris Führig fällt für ganze 3 Monate aus und das ist unheimlich bitter. Vom einen Topspiel zum nächsten. Es hört aktuell überhaupt nicht auf. Der nächste ist der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Die sind aktuell auf Platz 1 und haben aus 5 Spielen nur eine Niederlage. Das wird extrem hart. Sie werden hier mit ihrer 4-2-3-1-Formation auflaufen. Und wir beginnen hier mit dieser Elf. Ich weiß, Okafor ist fast schon komplett am Ende eigentlich mit der Ausdauer, aber das Personal lässt das aktuell nicht zu, weshalb wir jetzt hier reingehen in diese Höhepunkte. Und damit sind wir drin, 21. Spielminute, alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Und wir dürfen auch als Heimmannschaft direkt mal beginnen über Brennan Johnson, der hier... Ja, diesen Ball hat aber nicht viel Freiraum. Rafael Guerrero ist hier mit dabei. Brennan Johnson setzt sich durch. Sieht Wagnumann. Wagnumann auf Barrios. Barrios hat ihn. Barrios dribbelt. Barrios hebt ihn hoch auf Leveling. Leveling jetzt per Hacke auf Mittelstädt. Mittelstädt mit der weiten Flanke rein. Aber der Kopfball war nichts und außerdem auch noch abseits. Jetzt die weite Flanke nach vorne von Joshua Kimmich auf Harry Kane. Und nicht, dass ihr euch wundert, warum ich immer so ein bisschen Luft hole. Ich bin ein bisschen heiser, ich weiß ehrlicherweise nicht von was, aber nicht, dass ihr euch wundert, dass die Stimme anders ist wie normal, dass ich ja schwer atme als normal und ich weiß auch gar nicht, warum diese Szene hier nicht endet. Was ein bisschen bitter ist, denn jetzt kommt der FC Bayern München nochmal über Harry Kane, Nöbel nimmt sich ihn und dann ist aber jetzt diese Szene vorbei. Jetzt die 45. Minute und auch wir machen eine weite Danke auf unseren Schweizer Stürmer Okafor, der hier am Ball ist, abzieht und den Außenposten trifft. Pech für uns, aber jetzt starten wir einen Alleingang über Adam Armstrong, der hier diesen Ball hat und kurz wartet auf Okafor, denn der kommt von hinten angesprintet, hat eine gewisse Geschwindigkeit, kommt hier vorbei. Diego Costa kann da nichts machen und dann führen wir in der MAP Arena mit 1:0 in der 56. Spielminute. Weiter geht's, jetzt die weite Flanke in der 61. Spielminute für den FC Bayern München über Joshua Kimmich. Er bringt ihn hoch rein und wir haben ihn aber hinterher, damit ist diese Szene sofort wieder vorbei. Aber der nächste Angriff, der kommt. 73. Spielminute wieder der FC Bayern München. Maximilian Mittelstädt muss hier aufpassen, geht hier ins Laufduell. Kommt hier noch dazwischen, Joe Gomez auch noch. Aber den Ball gewinnen, der ist hier leider nicht mit dabei. João Paulinho stimmt, spielt jetzt hier auf Sané. Jetzt Jamal ist am Ball und Sané versucht es, Kontermöglichkeit. Jetzt aber auch über Nübel sieht hier direkt Mittelstädt auf Leveling zieht tatsächlich nochmal zurück, sieht jetzt hier nochmal Mittelstädt auf Barrios auf Leveling, schönes Zusammenspiel, jetzt Adam Armstrong mal auf den Flügel, läuft ja auch ein bisschen und jetzt der Ball rein auf Milosevic, der auch mal drauf zieht und Bock hat, aber leider hier nicht trifft. Jetzt die 75. Spielminute und Leveling, ja, versucht hier mal jetzt einen gescheiten Angriff rauszuhauen. Leveling auf Adam Armstrong. Er zieht nochmal zurück, sieht jetzt hier auch Maximilian Mittelstädt. Und das geht gerade noch so gut. Mittelstädt jetzt auf Adam Armstrong. Und Armstrong mit der weiten Flanke auf Wagnumann, der hoffentlich irgendwie noch dran kommt. Wagnumann kurz vor dem Aus. Ja, kann er hier diesen Ball nehmen. Die Hereingabe jetzt rein auf Adam Armstrong. Aber der Kopfball weit vorbei am gegnerischen Kasten. So, jetzt weiter Flanke der Münchner in der 84. Spielminute. Mal wieder vom Kapitän
Gimmich nach vorne und wir müssen verteidigen. Das machen wir gut, ohne jegliche Probleme. Und danach ist auch die Partie vorbei. Wir gewinnen hier sehr knapp mit 1:0 gegen den aktuellen Tabellenführer. Denn wir machen direkt mal weiter mit der nächsten Topspielqualität und zwar gegen Benfica Lissabon. Sie werden hier mit einer 4-4-1-1-Formation auflaufen und wir beginnen natürlich hier mit unserer kompletten Top-11. Zumindest so gut es geht. Aber ihr seht es ja selber. Die Ausdauer lässt es nicht gerade zu, dass wir hier unsere absolute Top-11 auflaufen. Sagadu macht eine Pause, dafür kommt Chabot zum Beispiel rein, aber der Rest bleibt auch so. Wobei Barrios hier noch ersetzt wird durch Arne Engels und damit gehen wir jetzt rein in diese, ja, gute Champions-League-Partie hoffentlich. Aber das natürlich in den Highlights. Damit jetzt der Anstoß für uns über Dennis und auf der nach seiner fünftägigen Verletzung zurückkommt und dann gibt es die erste Szene. 10. Spielminute über Angel Di Maria. Ich weiß gar nicht. Angel Di Maria, ja, auf jeden Fall Di Maria steht jetzt hier bereit. Sorry, gerade bin ich komplett verwirrt. Der Schuss auf jeden Fall ziemlich gut, aber Nübel kann hier variieren. Jetzt geht's weiter und direkt mal mit einem Undarf natürlich auch. Ein Undarf steht jetzt hier bereit für diesen Elfmeter. Dennis Undarf, der Kapitän für den VfB, läuft an, zieht ab, verwandelt ihn sicher und damit führen wir 16. Spielminute mit 1:0 in dieser UEFA Champions League Spiel. Aber wir dürfen uns nicht zu sehr auf diesen Vorsprung erstmal ausruhen, denn direkt Benfica Lissabon mit dem nächsten Angriff. 26. Spielminute und wir müssen natürlich direkt mal aufpassen. Brennan Johnson macht auf jeden Fall schon mal Druck. Das war im Aus und damit ist die Szene direkt mal vorbei. 29. Spielminute aber Benfica wieder mit dem nächsten Angriff. Jetzt Wagnermann, der direkt mal hier entgegenläuft. Daran kommen sollte, ja, wobei schwer wird es auf jeden Fall. Osterhage macht jetzt auf jeden Fall auch nochmal Druck. Rollheiser. Und jetzt ist auch, ja, ein Kombinationsspiel da von den Portugiesen, die hier sich unheimlich stark durchkombinieren, muss ich mich ehrlicherweise hier, ja, gestehen. Aber sie machen einfach mal weiter. Rollheiser wieder am Ball. Jetzt der Ball auf den Flügel. Da ist Wagnermann, der spielt auf Brennan Johnson. Aber vorher wird diese Szene hier unterbrochen. Jetzt ist die nächste Szene bereits. 36. Spielminute über Arne Engels, der jetzt hier direkt mal nach vorne spielt und darf mit dem Fehler auf Okafor zu passen, denn dadurch ist dieser Ballverlust entstanden. Jetzt aber Okafor am Ball, hat hier die Möglichkeit. 43. Spielminute, Okafor jetzt auf Dennis Undav. Undav läuft, war aber leider im Abseits, damit ist auch diese Szene hier vorbei. Und jetzt wird es schwer für Wagnermann. Pavlidis läuft jetzt hier direkt mal für Benfica mit diesem Alleingang. Wagnermann kann hier aber exzellent verteidigen auf höchstem Niveau. 50. Spielminute und jetzt springen wir direkt mal in die 56. Spielminute. Der argentinische Weltmeister über den Flügel für Benfica und der Schuss vorbei am Kasten, damit die Szene auch, ja, direkt vorbei. Aber jetzt gibt es wieder einen Freistoß, 65. Spielminute. Und natürlich müssen wir hier direkt mal aufpassen. Der wird kurz ausgeführt auf Bar. Und Bar kommt hier nicht vorbei, denn Mittelstädt mit dem Foul. Und danach machen wir direkt mal weiter mit einem Freistoß, der hier jetzt ausgeführt wird. Brennan Johnson entschärft. Damit sollte diese Szene direkt mal vorbei sein. Und wir bekommen in der 69. Spielminute einen Freistoß über Dennis Undav und der steht jetzt hier ebenfalls bereit, bringt ihn, glaube ich, hier ein bisschen lupferartig rein. Dennis Undav mit diesem Lupfer rein, der Kopfball war nichts und damit auch diese Szene, meiner Meinung nach zumindest nichts. Brennan Johnson versucht das andere nochmal, gelingt jetzt hier nicht sonderlich gut. Nichtsdestotrotz gewinnen wir hier mit 1:0 und damit holen wir einen weiteren Sieg aus diesen Top-Spielqualitäten heraus. Und auch in der Partie gegen Frankfurt gewinnen wir ganz souverän mit 1:0 dank Okafor. Mehr braucht es nicht, um 3 Punkte zu holen. Und gegen Heidenheim gewinnen wir sogar mit 2 Toren Vorsprung. Hier ist der Endspielstand 2:0 dank unserem Kapitän, denn der macht hier beide Treffer für uns. Wir haben den 1. Januar, damit fängt eine Transferphase natürlich an. Bevor wir aber die starten, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vorher machen wir natürlich nochmal einen Rundumgang in der kompletten, ja, Statistiken, Tabellen, wie auch immer, auf Platz 1 aktuell schon, wie vorhin gesagt, der FC Bayern München, und zwar mit einem riesigen Abstand. Wir waren die einzige Mannschaft, die der FC Bayern München nicht schlagen konnte, das ist immerhin etwas. Und dann auf Platz 2, 3 und 4 ist Leverkusen, Leipzig und wir, der VfB Stuttgart, mit jeweils 32 Punkten, gefolgt
von Wolfsburg, Dortmund, Augsburg, Hoffenheim, Gladbach, Frankfurt, Union Berlin, Freiburg, Heidenheim, Mainz 05, Darmstadt, Bochum, Schalke 04 ist auf den 17. Und ja, mit leichterem Abstand ist Werder Bremen auf den 18. mit 6 Punkten. Das ist meiner Meinung nach auch viel zu wenig für deren Verhältnisse. Im DFB-Pokal treffen wir als nächstes auf RB Leipzig, das auf jeden Fall kein Zuckerschlecken wird. Das kann ich euch versprechen. Die anderen Partien lauten Mainz 05 gegen Werder Bremen, Augsburg gegen Wolfsburg und der FC Bayern München trifft auf Eintracht Frankfurt. In der UEFA Champions League sieht es wieder etwas besser aus, nachdem es kurzzeitig echt schlimm aussah. Denn nach 6 Spieltagen sind wir auf Platz 12 mit 10 Punkten, was meiner Meinung nach in Ordnung ist. Unter die Top 8 könnten wir in der Theorie auch noch kommen, aber da erstmal Geduld, will ich zumindest sagen. Aber hier bin ich gar nicht mal so von schlechten Dingen. Also gehen wir jetzt zu den Statistiken und was soll ich sagen, die Leihe aus München hat sich bisher komplett bewährt. Alexander Nübel, mittlerweile eine 83er Gesamtstärke, hat 13 Spiele zu 0 aus 27, fast die Hälfte, und das ist eine absurd starke Leistung, muss ich ehrlicherweise sagen. Die meisten Vorlagen bei uns hat Okafor, unser Stürmer, der hat 5, danach kommt Johnson mit 4 und Barrios mit 3. Die meisten Tore hat Dennis Undav, der richtig abgeht mit seinen 29 Jahren, 16 Tore aus 24 Partien, unheimlich stark. Danach kommt Okafor, der Schweizer, mit 7 Toren und Brandon Johnson, der auch ziemlich gut abgeht für einen Flügelspieler, mit 6 Toren. Danach kommt, by the way, auch schon Wagnermann, was ich sehr wild finde, mit 2 Toren. Also, ich bin sehr gespannt. Es gab schon Transfervorschläge, aber das würde ich alles in die nächste Folge werfen. Ich hoffe, euch hat diese gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nicht beim nächsten Mal. Also, doch, sehen wir schon, hoffentlich. Aber vorher schauen wir nochmal auf die Partien, die wir beim nächsten Mal haben. 6 sind es. Wir treten an gegen Hoffenheim, gefolgt von Bochum, Union Berlin. Dann den AC Milan, wenn ich es richtig habe, und dann auch noch Schalke 04 und zu guter Letzt der FC Arsenal. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr euch auch, und ich hoffe, yes, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!